Ich warte eigentlich nur drauf, ja, dass die jetzt kommen, dann bauen die die Waffenschränke. Das könnt ihr vergessen, Freunde. Das könnt ihr vergessen, Freunde. Das machen wir mal schön nicht. Ich weiß nämlich, wie das ausgeht. Da habe ich nämlich überhaupt keine Böcke drauf. Das ist mal wieder so super organisiert von der KI hier. Wie mache ich das weg? Hallo, wie kann ich den Bau stoppen? Ich kann den Bau nicht stoppen. Die wollen mich verscheißern, oder? Normalerweise, wenn du das auswählst, was du dorthin baust und nochmal baust, wird der Bau storniert. Es ist zum Mäusemelken. Wenn ein gutes Spiel an so einem Scheiß hier scheitert. Nein, ihr sollt die nicht bauen, abbrechen. Natürlich bauen sie jetzt die Scheiße, die ich nicht will. Sorry, dass ich mich da gerade aufrege, aber ich weiß schon, was jetzt kommt. Alter, ist das buggy, das wird einfach überbaut. Die sind jetzt total verwirrt. Alter, wieso funktioniert das denn nicht? Buggy hoch 5. Weil wenn ich jetzt die Dinger baue, kommen die Soldaten gerannt, schnappen sich die und rennen denen hinterher und beschießen die. Und da weiß ich, wie es ausgeht. Danach ist die Krankenstation voll mit kranken Soldaten, die alle verletzt wurden im Kampf gegen Aliens. Und die hat's gar nicht gejuckt. Der nächste Angriff muss es zeigen. Ob 6 Stufe 1 Soldaten die Basis verteidigt bekommen. Und ich hoffe, ich kriege da unten noch Ordnung rein in dieses Bauchaos. Das muss mal ein Mensch verstehen, ey. So kriege ich das denn nicht weg? Da sind auch Waffen drin, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Wie können Waffen in einen Bauplan stecken? Early Access. Abregen, es ist Early Access. Ich hoffe, Sie werden irgendwann diesen Fehler hier auch beheben. Wäre super. So, Exo 1 und Exo 2 gehen endlich auf Einsatz. Hat lang genug gedauert, dass die sich da mal in die Schlange einreihen konnten. Von einer Stunde weggeschickt oder so. Jetzt gehen sie auf Reise. Holy moly. Super Wissenschaft mitgebracht.
Also, ich weiß auch nicht. Warum kriegen die das eigentlich nicht fertig geforscht hier? Bin gerade ein bisschen unhappy mit dem Spiel, wie es läuft. Sie machen nicht ganz, was ich gerne hätte. So, jetzt sind wir da hinten irgendwie am Forschen. Wir müssen aber auch hier weiter. Leichter, leichter. Wir können aber. Wieso hat EXO 1 keinen Auftrag? Sind die gerade zurückgekehrt? Dann sollen die hier mal gucken. Es ist aber auch hier ein Chaos mit den ganzen Planeten. Ich müsste eigentlich alles mal zumachen. Wir haben wahrscheinlich 8 Milliarden Energie, weil wir haben hier Netze durch die ganze Galaxie aufgebaut. Da müssten wir mal konzentriert in eine Richtung arbeiten, anstatt das zu machen, was ich gerade mache. Die mal verlinken. Neuer Einsatz für EXO 2. Die sind aber gerade im Einsatz. Glaube, wir machen das auch mal. Komm, wir bauen mal zurück. Das hier brauche ich. Den hier brauche ich nicht. Da wird abgebaut, das heißt, alles, was dahinter kommt, brauche ich nicht. Hier wird gar nichts gemacht, das heißt, ab hier können wir abbauen. Da wird gefördert, da wird gefördert, da wird gefördert, da sind Missionen unterwegs. Das geht nicht. Das ist auch doof. Anstatt von hier darüber zu gehen oder von da darüber zu gehen, muss ich hier einen extra Strang aufbauen. Geht doch. 4000 Energie sind frei geworden. Und das ist noch nicht mal alles, was wir abbauen können. Ich glaube, alles ab hier können wir auch noch abbauen. Wow. Das können wir abbauen. Das können wir abbauen. Und das können wir abbauen. So, und hier sind wir am Durcharbeiten nach da drüben. 6000 Energie. Holy moly. Robots. Wo sind sie denn? So, dann können wir direkt noch das hier draufsetzen. Dann haben wir die schweren Anzüge auch komplett durcherforscht. Die finden keinen Weg darunter oder was? Die haben leichte Wegfindungsschwierigkeiten, habe ich so gefühlt. Moin, moin, Casey. Jetzt finden sie einen Weg.
Ist so blöd, dass die die Blueprints da immer noch stehen haben. Das ist der Beweis, dass es buggt. Kannst kein Blueprint haben, wo ein Gegenstand steht. Das ist unlogisch. So, dann bauen wir hier wieder zwei Mauern. Wir wollen ja nicht, dass da offen ist. Vorsichtshalber noch eine dritte. So, wie schaut's hier? Wir haben zwei schwere Anzüge. Haben wir schon einen dritten Auftrag? Oder haben wir noch gar keinen dritten gemacht? Ich meine, wir haben ja drei schwere Anzüge. Das ist ja auch einer. Der Squab Patcher. Aber man merkt langsam, also das Spiel kriegt einen Umfang, dass es sich selbst im Weg steht. Gerade im Moment. Die KI ist ein bisschen weird unterwegs. Die weiß manchmal selber nicht, wo sie lang will. Dann ruckelt die Grafik. Und die Teams gehen nicht auf Reise. Schon irgendwie leicht weird. So, das hier hinten haben sie erforscht. Das hier wird gerade untersucht. Ich bin echt gerade am Überlegen. Wie ich EXO 2 auf das Level 9 bis 10 bringe. Und ich bin am Überlegen, wie ich die anderen dahin bringe. Und zwar die hier. Die sind schon Level 6. Die kriegen 212% Erfahrung. Dann gehen wir mit denen mal dahin. So, als nächstes bauen wir einen Forschungsraum aus. Patente 11, 12. Wir müssen noch warten. Darf nicht so viel Patente in einem Monat machen, sonst laufen die gleichzeitig aus. Ups. Maglam haben sie gefunden. Maglam-Planet hier oben. Das ist so schräg. Also wir könnten Bergbauteams losschicken ohne Ende. Nur dann kommt kein anderer mehr durchs Gate. Die Invasion der Aliens wurde abgesagt. Gate blockiert. Zehntausend Bergbautrupps blockieren das Gate.
So, da unten haben wir alles gebaut, dann sollten wir da mal die Soldaten zuweisen. Dass wenn der nächste Angriff kommt, wir mal gucken können, ob die das schaffen, die Basis zu verteidigen. Das wäre mal eine interessante Info. Ich habe keine Ahnung, was meine FPS machen. Weil ich habe keine FPS-Anzeige, wie man sieht. Hupsa. Und Strike hört mir ja nicht zu. Das ist das Problem. Weil er das Geklimpers nicht hören kann, hat er ja einen Ton aus. Zehn Tage bis zur Alien-Invasion. Jetzt bin ich gespannt. Die haben ja viel erzählt zu dem Thema. Was jetzt die ganzen Sicherheitskräfte nicht mehr tun. Einmal, zweimal, dreimal, einmal, zweimal, dreimal. Alter, aber das ist auch mit diesem Gehämmers, das geht ja sogar mir gerade auf den Zeiger. Mal ohne Witz, was haben die sich dabei gedacht, das so ins Spiel zu bringen? Das geht einem ja wirklich mit der Zeit voll auf den Nerv. Also ich glaube, wenn ich jetzt nicht streamen würde, sondern und nicht aufnehmen würde, hätte ich das Spiel spätestens jetzt ausgemacht, weil ich gesagt hätte, also ich muss mal meine Ohren schonen. Ich brauche ja einen Gehörschutz, wenn ich das Spiel spiele. Da wärst du ja taub bei. Ich meine, es ist so ein geiles Spiel, aber na, ich glaube, das ist kein gutes Spiel, um das zu lurken, Stofftails. Weil du einfach das Problem hast, wenn du das Spiel hier lurkst, das Geklimpers lässt sich nicht schlafen. Du musst hier entweder aktiv zugucken oder das wird irgendwie schräg. Klim, 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 klim. Klim, 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 klim. Also echt. Ich sag doch, es findet keine Alien-Invasion statt, weil das Gate ist nicht frei. Das sind so viele Teams immer durchs, auf dem Weg durchs Gate.
Ah, den Bildschirm müssen wir noch ein bisschen offen lassen, um die Ohren mal kurz zu entspannen. So, wir haben Wissenschaft gesammelt, gar nicht mal wenig. 161 durch dieses Exemplar und 195 durch die normale Wissenschaft und dann noch so ein bisschen Kleinkram. Okay, das ist auch mal interessant. Stofftails schläft im Lurk ein und findet es witzig, morgens auf dem Telefon dann zu gucken, wo es rausgekommen ist, beim ganzen Raid rumreichen. Das ist auch mal interessant. So, jetzt ist die hier verletzt und die ist gestresst. Mädels, ihr habt einen falschen Job. Aber sind alle Level 10, immerhin. Was ist eigentlich mit der geworden, die den Alien im Bauch hat? Nie wieder was gehört. Alien lebt jetzt bei ihr. Hat sie adoptiert. So, da steht unser Sicherheitstrupp. Warte gespannt auf die Invasion. Bitsy, was ist mit Ripley? Kann bitte einer das Geräusch da hinten abdämpfen? Bitte. Liebe Entwickler, falls ihr das hört und mich versteht, bitte macht das Soundfile weg. Ach so, nee, nee, das ist eher so ein Tok'ra-mäßig. Ist ein guter Alien. Der wollte 2 Wochen Urlaub machen. In Symbiose mit einem unserer Gator. Und ist im Bauch eingezogen. Moinsen Erdmännchen, wie im Büro. Um 22:20 Uhr bist du im Büro. Ja, das kommt ja alles noch, die Aliens, wie in Alien. Ja, wenn es ist ein guter. Aber ich bin trotzdem irritiert, weil wir haben den nie wieder heimgebracht. Die scheinen sich gut zu verstehen. Was heißt immer von 19 bis 1 Uhr? Immer hört sich an wie immer, also immer den gleichen Schichtdienst, immer. Nicht einmal anders. Oh Gott. Ich meine, wäre zwar für mich auch jetzt kein Problem, weil ich eher nachtaktiver Mensch bin.
Also mich morgens um 7 aus dem Bett zu kriegen, das ist schon, also da muss schon viel passieren. Dafür kriegst du mich aber auch teilweise vor 4 Uhr nicht ins Bett. Das muss auch schon viel passieren. So. Wir machen einen kleinen Verlust, aber der ist minimal. Wir können aber mal ein neues Patent in Auftrag geben. Wir haben ja ein bisschen Forschung reingekriegt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Hier zum Beispiel. So, und dann können wir endlich mal die Intensivstation erforschen, weil den Rest haben wir eigentlich alles. Und dann nehmen wir noch das Ding. Also gleich brauchen wir keine Forschungspunkte mehr. Dann haben wir alles erforscht, was zu erforschen geht. Aliens! Jetzt mal. Genau, lauf doch einfach mal weiter. Passt schon. Ja, nur Pause. Jetzt testen wir unseren. Hallo Silbermann, jetzt testen wir hier unten unsere Sicherheitsschleuse. Jetzt bin ich gespannt. Die haben mittlerweile Hunger wie Sau und sind müde ohne Ende und sind schon krank vom Warten auf die Alien-Invasion. Es kann's auch nicht sein, Freunde. Da habt ihr doch Scheiße programmiert. Entschuldigung, wenn ich das sage. Wo sind sie denn? Hey! Wie kommen die da durch? Holy fuck! Na gut, wir wollten eben unsere ganze Energie neu organisieren. Schön, dass es weiter Krach macht. Also wir haben Minusenergie, aber die Produktion läuft weiter. Das interessiert die Produktion recht wenig, dass wir keine Energie mehr haben. Die laufen einfach durch die Wand.